Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, zu unserem Spiel. Es war, glaube ich, nicht wirklich schlecht. Es war aber auch nicht wirklich gut. Wir haben immer wieder ganz ordentliche Phasen gehabt. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben wir ein, zwei Angriffe über rechts, wo wir durchkommen, wo ein Pass vielleicht kommen kann. Ansonsten waren wir heute sehr torungefährlich. In unserem Spiel nach vorne sehr ungenau, sehr langsam, sehr schlampig. So, dass wir zwar gut organisiert waren, aber das war Lautern auch. Und so hat sich vieles zwischen den Toren abgespielt. Und das haben wir dann ganz nett gemacht. Aber der letzte Zug dann nach vorne war einfach nicht da. Und dann kann man auch nicht gewinnen, sodass wir mit dem Punkt unterm Strich hier leben können. Danke sehr. Dankeschön. Conny, dein Kommentar zum heutigen Spiel. Ja, ich denke, es war mal wieder eine turbulente Woche hier für alle Protagonisten. Und in Anbetracht dessen hat die Mannschaft heute disziplinierten Auftritt hingelegt. Ich denke, wir haben jetzt das zweite Spiel in Folge nicht verloren nach dieser Negativserie. Haben das zweite Spiel in Folge kein Gegentor kassiert, haben gut verteidigt und haben aber trotzdem, wie schon so oft im Laufe der Saison, das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite. Ich denke, Lukas Görtler, wenn wir das im Training nochmal nachüben, dann in 8 von 10 Fällen würde er hier den Ball reinlegen. Und dann passiert das halt, dass du dann den Ball nicht reinmachst. Wir hätten den Fans heute sehr gerne einen Sieg gegeben. Ich möchte mich im Namen der Mannschaft und auch vom Trainerteam herzlich bedanken für die tolle Unterstützung, für die super Choreografie. Ich habe es während der Woche mehrfach gesagt, die Fans sind unser Faustpfand. Die müssen wir hegen und pflegen. Und das, was die hier veranstalten, ist einfach einmalig. Und jeder soll das Gefühl auch kriegen von uns, von der Mannschaft her, dass wir das sehr wohl zu schätzen wissen. Und ja, in der jetzigen Situation hilft uns einfach jeder Punkt und auch der Punkt zählt und tut uns gut. Und man muss immer wissen, wie es vor einigen Wochen hier gewesen ist, als uns jeder hier in Schutt und Asche geredet hat und den Fall in die dritte Liga schon prognostiziert hat. Diese Trendwende haben wir geschafft, die Nadel zeigt wieder nach oben. Und jetzt heißt es einfach in den nächsten Spielen genauso ansetzen wie heute und dann werden wir die Punkte holen, die wir hier brauchen. Deswegen Karlsruhe, alles Gute. Und unserer Mannschaft einfach morgen Training und dann gut vorbereiten auf die nächste Hürde hier in dieser Liga. Danke. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.